Ja, hallo, willkommen zurück. 26 Tage machen wir den Quatsch hier schon. Und jetzt starten wir rein in den 27. Tag mit einem Fähigkeitspunkt. Und wenn wir hier schon in Wahrnehmungen investiert haben, dann kann der Fähigkeitspunkt auch im glücklichen Sammler landen. Macht Sinn. Ich habe quasi die Nacht damit verbracht, hier Nitrat in der Mine zu holen. Deswegen werde ich den Erdbohrer heute auch mitnehmen und das Benzin. Damit wir ein bisschen Kohle holen können. Guck mal, wir haben hier über 7000 Nitrat und nur 100 Kohle. Da können wir dann einiges an Schwarzpulver herstellen, sobald wir genug Kohle haben. Und was gibt's noch? Schlagschrauber haben wir gebaut. Und hier craften gerade ein paar Explosives. Ich habe hier Rohrbomben und Aufschlagszünder gebaut. Dann würde ich jetzt gleich mal hier die Knarre entsorgen. Was hat die denn an Base? Blockschaden 55, der hier hat 62, deutlich besser. Kommt hier der Mod noch drauf. Und dann würde sogar noch eine Mod drauf passen. Können wir mal gucken, ob wir da nicht irgendwas haben. Vermutlich würde die gezähnte Klinge drauf passen, oder? Nee, würde sie nicht. Machen das mal anders. Wir machen mal die Kunststoffsehne, machen wir auf den Bogen rauf. Machen den ergonomischen Griff hier runter. Dann können wir den ergonomischen Griff hier doch drauf machen. Ah, das passt doch. Dann haben wir jetzt Blockschaden 73. Sehr gut. Okay. Ich habe außerdem hier noch eine zweite Lootbox gebaut und eine große Traderbox. Einfach damit es hier ein bisschen übersichtlicher ist und die kleinen Kästen wegkommen. Und dann können wir jetzt mal losgehen. Was haben wir denn heute zu tun? Wir könnten nach hier oben fahren, zu Rekt, die Quest abgeben. Das könnten wir allerdings auch morgen machen. Morgen ist ja sowieso Trader Restock, dann müssen wir sowieso alle Trader besuchen. Ach, weißt du was, hier unten? Hier unten war es so interessant. Hier gab es so viele schöne POIs. Da gab es auch noch eine Tankstelle, wo wir noch nicht drin waren. Ich werde jetzt mal nach unten fahren. In die. Oh, das wäre fast schief gegangen. In die Wüste looten da ein, zwei interessante Gebäude und nehmen auf dem Rückweg Kohle mit. Und wenn wir schon mal da sind in der Wüste, dann können wir auch da gleich ein bisschen Ölschiefer noch mitnehmen. Das hört sich doch nach einem Plan an. Hey, wollen wir vielleicht gleich mal den Sprachen lernen, Bubble. Schlagschrauber einweihen? Oh, macht fast 100 Schaden an dem Auto. Kann sich sehen lassen. Das war hier gar nicht mit den ganzen Tankstellen, oder? Das war in der Stadt hier oben. Du liebe in die falsche Stadt gefahren. Blöd. Als ob ich den treffe. Ja gut, dann looten wir jetzt hier einmal. Was soll's? Ölschiefer können wir trotzdem mitnehmen und gebrauchen. Ja, es ist sehr heiß. Wir sind ja gleich wieder drin. Oh, hallo. Was gibt's denn hier alles? Ein Motor. Na, nehmen wir doch erstmal den Motor mit. Und dann gibt's eine Werkbank. Die können wir auch mitnehmen. Stahlspitzhacke. Die ist wahrscheinlich nicht besser als unsere Eisenspitzhacke, oder? Hier 48. Naja, gut, doch. Ja, doch deutlich mehr Blockschaden. Aber die ist natürlich auch langsamer und verbraucht mehr Ausdauer. Ist dann immer schwer einzuschätzen, ob das wirklich besser ist. Na, Vogel? Ist hier eigentlich was drunter?
Nö, aber hier. Ah, Collegejacke kann man verkaufen. Hier ist auch was. Ah, das Messer kann man scrappen, das hier kann man verkaufen. Das ist gut. So. Dann gehen wir rein. Nur einer. Gehen wir erstmal kurz durch, machen alles sauber hier. Ich habe noch einen Krabbler gehört. Ah, hier. Okay, das war's scheinbar. Okay, dann fangen wir mal an, hier zu looten. Hier ist doch was hinter. Okay, davon haben wir schon einige. Aber den Bauplan können wir ja mal lesen. Das müsste Knochen geben, genau. Na, Messing. Bisschen Bier. Was zu trinken. Das kann ich gleich mal austrinken. Ist wieder nichts hinter, ne? Diese Bier-Reklame, die verarscht mich immer wieder. Schon der zweite Motor hier drin. Also. Kann man sich mal merken, wenn man mal Motoren braucht am Anfang des Spiels, diesen POI in der Nähe hat. Rein da. Was macht ihr denn hier drüben für einen Lärm? Diese Menschen, die sich nicht benehmen können. Brauchst du Hilfe? So, Dreier Schaufel können wir verkaufen. Da kommt die nächste. Auch nichts hinter. War hier noch jemand? Auch da ist ja sogar noch wer. Dachte, ich wäre hier durch. Auf der anderen Seite habe ich auch noch überhaupt keine Haupttruhe gesehen. Die wird dann wahrscheinlich hier hinten sein. Ah, hier ist das Hauptloot. Okay. Schießpulver. Komm, ich werde mal abladen. Jetzt müssen wir hier zu viel liegen lassen. So, dann machen wir hier weiter. Mehr Messing. Kaffee. Okay, dann kommen wir zu den Hauptkisten. Einiges zum Verkaufen, sehr cool. Ein paar Teile. Ha, noch ein Bauplan für den Schlagschrauber. Kennen wir schon. Verkaufen wir einfach. Bisschen Munition. Und in der letzten Kiste befindet sich nichts Tolles. Okay. Haben wir jetzt hier eigentlich drin? Nee, ne? Hier ist nur noch Munition noch. Oh, und hier ist noch ein Wandtresor. Gut, dann machen wir den noch auf. Eine Vierer Armbrust können wir auch verkaufen. Und eine Mod. Okay, das war's. So, 10:30 Uhr. Machen wir hier noch irgendwas? Was ist denn das hier für ein Gebäude? Was ist das mit den Katakomben oder? Ja, das ist das leider mit den Katakomben.
Ach, das Gebäude hier kommt mir doch bekannt vor. Ich frage mich, woher. Ach, schau, hier haben wir den Waterworks. Und in der Wüste ist hier anstatt einem Baum einfach ein Kaktus. Das ist ja cool. Das habe ich noch nie gesehen. Komm, wir holen uns schnell das Hauptloot. Mann, ich hätte mal das Loot Candy mitnehmen sollen. Dann hätte sich das jetzt viel mehr gelohnt. Hier unten noch jemand, mit dem man. Ah. Und hier auch noch. Hoch. Und du warst ganz schön schnell. So. Das müsste es gewesen sein. Hier gibt es diese versteckte Waffentasche, ne? Wenn man hier hochgeht. Hoch. Oh, hallo. Wusste gar nicht, dass hier ein Zombie ist. Auch noch eine Viererarmbrust. Und Messing. Na, wollte auch was. Okay. Kleines bisschen Öl. Ist hier oben noch was? Ein Rucksack. Ein 6er Hoodie. Ja gut, dann machen wir das Hauptloot auf. Zwei Vorschlaghämmer. Motorwerkzeugteile. Einiges zu essen, zu trinken. Das mit, trinken wir das und den Rest können wir auch hier lassen. Dann ist jetzt nur noch die Hauptkiste. Oh, hier ist eine Desert Vulture. Das ist ja nett. Auch wenn es nur eine Level 1 ist, ich mag die ganz gern. Das können wir scrappen. Pumpgun können wir verkaufen. Kaufen. 6er Hoodie verkauft sich auch für einiges. Bolzen können wir scrappen. So, dann müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen. Pflanzenfasern weg. Sand, Lehm. Zweimal Schießpulver. Federn brauchen wir auch nicht. Einmal Kaffee und trübes Wasser kann alles weg. Ist hier was hinter? Ne. Okay, das war's. Gehen wir hoch. Und dann haben wir es gerade mal um 12. Hier ist Punkt 12. Schauen wir uns weiter um. Oh, hier ist einfach ein großes Pop-and-Pilz-Geschäft. Und hier drüben ist eine Passengas-Tankstelle. Ist denn groß? Ah, es geht ziemlich in die Tiefe, ne? Weiß nicht, ob wir jetzt noch genug Platz haben, um so einen großen POI zu looten. Nee, aber ich markiere den mal. Dann wissen wir Bescheid, dass der hier ist. Und dann kommen wir nächstes Mal hierher, wenn wir ein bisschen mehr Platz im Inventar noch frei haben. Und dann gucken wir uns jetzt einfach mal diese Tankstelle hier an. So, sieht ziemlich klein und beschaulich aus. Ja, essen wir das hier weg. Ja, hier kann man ein Ladenregal looten. Und das war's. Das ist ja nicht so nett. Ah, hier ist noch ein Safe.
Mit zwei Schrotflintenteilen. Na, wunderbar. Ich werde mal kurz zum Bike gehen. Kurz ausladen. Dann muss ich mal hier ein bisschen umsortieren. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz und können besser stacken. Da ist nämlich ein Hund hier hinten. Also da war ein Hund. Oh, hallo. Das habe ich gar nicht gesehen. So, was gibt es denn hier? Hier geht es nach unten. Das habe ich mir nämlich gedacht. Kommt ihr hier von draußen? Ja, sieht so aus, ne? Oh, hier ist eine Schlange. Wobbler? Oh, und hier scheint es noch aufs Dach zu gehen. Das habe ich auch nicht gesehen. Der Bauplan für die Knarre kommt ein bisschen zu spät. Ist hier später eine Schlange? Ja. So, jetzt widmen wir uns endlich dieser Hütte hier. Okay, hier gibt es eine Leiter. Interessant. Scrap, Scrap. Und dann brauchen wir noch zwei Slots. Und einmal Wasser zum Trinken. So, jetzt seid ihr dran. Weil hier unten ist doch gar nichts. Ist das einfach nur eine Falle? Oh Gott. Ich dachte, hier unten gibt es noch Loot. Oh, eine Eismaschine. Aber ich glaube, ich habe keinen Platz gerade für. Na, dann machen wir Platz. So, nehmen wir den Schnee hier noch mit. Okay. So, was hatten wir noch vor? Wir wollten ein bisschen Ölschiefer sammeln und eine ganze Menge Kohle. Dann fangen wir doch am besten hier mit Ölschiefer an. Und Kohle gibt es ja sowieso bloß in dem grünen Biom. Das heißt, das werden wir dann machen, wenn wir wieder in der Nähe von zu Hause sind. So, du gibst Ruhe. Dann hoffe ich, dass die drei Slots hier im Inventar ausreichen, um ein bisschen was zu reißen. Ich brauche auf jeden Fall den Erdbohrer, der hier noch oben liegt. Und dann geht's los. So, ich glaube, das reicht schon. Ist ja doch einiges an Ölschiefer geworden. Wir haben 2500, wie es aussieht. Ja, passt doch. Machen wir uns erstmal auf den Rückweg. Und schauen noch, dass wir unterwegs Kohle mitnehmen.
Ja, hier gibt es offensichtlich Kohle. Ich muss nochmal schauen, ob wir jetzt Platz haben dafür. Der Gegenstand muss repariert werden. Ich habe einmal Klebeband dabei, ne? Und ich habe auch geschmiedetes Eisen dabei, dann kann ich den Repair-Kit bauen. Komm, das brechen wir ab. Jawohl, dann geht's weiter. Da oben irgendwas rum. Krähen. Ah, da. So, wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben 4000. Jo, das soll uns auch erstmal reichen. Daraus können wir eine ganze Menge Schießpulver gewinnen. Fahren wir erstmal zurück, laden unseren ganzen Loot ab. Und schmeißen das Nitrat und die Kohle in die Chemiestation, damit da Schießpulver draus entsteht. Und dann können wir ja nochmal bei der Hortbase vorbeigucken, denn morgen ist ja auch schon die... was ist es? Die sechste? Ne, die siebte Horde. Da werden wir einfach ein bisschen Beton in die Wände noch geben, um das Ganze etwas bisschen stabiler zu machen. Und das sollte dann ja ausreichen. Ja, super. Blöd. Nehmen wir uns ein bisschen Nitrat. Und dann füllen wir mal die Chemiestation hier auf. So, fast 4000 Schießpulver. Gut, das ist jetzt erstmal beschäftigt. Dann nehmen wir unser Beton. Vielleicht noch ein bisschen Pflastersteine. Hier ist noch mehr Beton. Und dann gehen wir einmal rüber. So, die ist noch halbwegs ganz, das ist gut. Hier hatten wir auch, glaube ich, alles schon repariert. Dann bleibt uns jetzt nur noch hier so ein bisschen die Wände zu upgraden, denn das ist mir... Was haben wir eigentlich für ein Game Stage? Wo kann man das sehen? Hier. Ach, 87. Hat er jetzt eher gerechnet mit über 100? Okay, dann ja, können wir aber trotzdem schon mal machen. Dann machen wir einfach die Wände hier, vor allem auch hier. Auf ja, auf die nächste Stufe. Da fehlt noch ein Block. Ich habe auch gar keine Holzrahmen mehr. Und mal 100 neue Holzrahmen. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an, alles zu upgraden.
Gut, was wir auch machen werden, ist diese Öffnungen oder Tore, was das sein soll, ein bisschen kleiner machen. Werde am besten hier einfach mal eine Reihe raushauen und dann jeweils mit Blöcken auffüllen. So, soweit so gut. Dann machen wir hier noch ein paar Upgrades und dann haben wir es auch geschafft für heute. Die nächste Ausbaustufe der Basis wird sein, diesen Aufstieg hier komplett dicht zu machen und den ersten Aufstieg hier hinzubauen, quasi von unten kommt. Und dazu sollte dann auch diese ganze Plattform hier auf verstärkten Beton geupgradet werden. Soweit, so gut. Hier kommt dann die Treppe ran. Das Ganze hier wird ausgefüllt, die ganze Öffnung. Dann wird da eine Tür reingebaut, wo die Zombies dann erstmal sich durchkloppen müssen. Und wir werden dann hier oben stehen und einfach runterschießen, beziehungsweise mit Granaten werfen. Denn das werden wir spätestens dann brauchen, wenn die ersten Demolisher auftauchen. Aber bis dahin ist ja noch eine ganze Menge Zeit. Okay, machen wir die Falle an, laden hier den Rest noch ab. Dann setze ich mich gleich mal ran und sortiere das ganze Loot. Muss hier die Schmiede wieder auffüllen, die Chemiestation craftet ja noch. Und dann geht's hier an Tag 28 weiter. Wir haben wieder Händler-Restock morgen und die nächste Horde. Wir werden also einiges zu tun haben. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne dem Video einen Like oder dem Kanal ein Abo. Und damit verabschiede ich mich in die Nacht. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.